grüß euch alle miteinander. Ja, nach einer kurzen Pause, gell, einer wöchigen Pause, hat es kein Video von mir gegeben, gibt es heute wieder was, und zwar ein Captain Morgan Cola. Rindernacken oder hinters ausgelästes, wie man bei uns sagt, oder Chuck, vorderer Rostbraten und mehrere Namen, schauen Sie her, da ist er. 3,5 Kilo, wunderbares österreichisches Rindfleisch von Jungstier. Und was brauchen wir dazu? Ja, mal so einen Beutel, den brauchen wir zum Marinieren. Sojasauce, Worcester Sauce oder Worcester Sauce, eine Zitrone, dann haben wir da 200 ml Cola, ein bisschen Ingwerpulver und da unseren Captain Morgan rum. Mischen wir sie gleich die Marinade zusammen. So, vorher noch was anderes. Es wird da wieder zwei Teile geben und wir werden das auf verschiedene Zubereitungsarten machen. Die Marinade ist die gleiche. Man kann auch aus den Rindernacken oder Hintern ausgehst Steaks auch machen. Da muss ich jetzt gleich da so einen schönen Burschen runterschneiden. Ja. Eins für Männer, wenn es einmal so stehen bleibt. Und das werden wir sous-vide machen. Wird aber genauso mariniert wie das andere. Das kommt am Smoker, Monolithen. Wird auf ca. 85-90 Grad gezogen. Und das werden wir 54 Grad sous-vide und dann am OFB geben. Gut, fangen wir mit der Marinade an. Da haben wir jetzt 200 ml Cola. Dann geben wir da noch 200 ml Sojasauce dazu. ml unseren Captain. Dann 125 macht auch nichts. Dann die Worcestersauce, ein paar Tropfen. Die gehen so einen Esslöffel voll. Ein bisschen was von den Ingwerpulver. Die Marinade ist ähnlich wie die Whisky-Marinade von Brisket. Dann geben wir so einen halben Teelöffel rein. Den Saft von einer Zitrone. Ganz eigenartige Mischung. So. Und dann haben wir noch da die vier Knoblauchzehen, die dann wir noch ein bisschen andrücken. Zuerst mischen wir das da ein wenig durch. Und rein damit. Ja, dann haben wir unseren so einen Zip-Beutel. Schweden. Nehmen wir rein. Und da unser Steak fürs Sous-Vide kommt da auch rein. Jetzt habe ich natürlich in der Eile wieder was vergessen, und zwar den braunen Zucker. Kommen noch zwei Löffel rein. So, dann haben wir unseren braunen Zucker. Einmal. Zweimal. Schön verrühren. Gleich eine Schwedenschale, damit wir nichts voll machen. Und schütt ihn rein. Zumachen. Dann sollte man vorher die Luft rauslassen. Ja, da haben wir jetzt unser Fleisch nach 16 Stunden schon sehr wunderschön eingezogen. Die Marinade, die nehmen wir natürlich nicht weg. Die werden wir jetzt schön einreduzieren. Dann haben wir gleich einen Soßerl dazu. Oder zum Gassieren auch einen Teil nehmen, zum Dämpfen. Weil wir jetzt ca. 3-4 Stunden am Grill geben.
ein Monolith bei 110 Grad. Und dann kommt eine Alufolie drüber und werden das ein bisschen dämpfen, das Ganze. Da ist jetzt unser Steak, was wir runtergeschnitten haben. Das kommt jetzt dann mit einem Stück Butter in den Vakuumbeutel und dann ins Wasserbad. Gut ist, wir sehen uns draußen am Monolith, wenn wir das Fleisch draufschmeißen. Bis gleich. Ja, wir haben schwache 110 Grad am Monolith und schauen wir mal. Jawohl, unser Fleisch hat Platz genommen. Unten meine Wasserschale und das bleibt jetzt einmal für die nächsten 3 Stunden einmal da oben. Gut, Deckel zu, weil es ist schweinekalt. Minus 5 Grad, es geht ein eiskalter Wind, darum bin ich heute mal in einer anderen Location, so bei mir im Gewächshaus. Es ist schon alles hergerichtet, in einem Monat wachsen dann die Gurken. Gut, wir sehen uns dann. Ja, bevor ich es noch vergesse, gell, räuchern da mal natürlich wieder mit die Whiskywood Chips von Weber. Angenehmes Raucharoma, ich tue immer nur die erste Stunde räuchern, da alle 20 Minuten was nachgeben. Reicht mir vollkommen aus für einen dezenten Rauchgeschmack. Wer natürlich stärker will, der räuchert länger. Aber bis zum Schluss hat es keinen Sinn. Wenn die Bohren einmal geschlossen sind, dann nimmt das Fleisch keinen Rauch mehr auf. Eine Marinade nur jetzt um die Hälfte einreduzieren. Wir nehmen dann nur ein bisschen einen frischen Thymian und einen Rosmarin. Wo in ein Glas ausstehen, von Sommer. Ja, wie gesagt, um die Hälfte und dann haben wir gleich ein schönes Saftal. Das werden wir dann noch abschmecken. Dann hole ich euch wieder. So, das Süßchen ist fertig. Ich habe da nur noch 2 Esslöffel Marillenmarmelade oder Confitüre reingegeben. Und die ist jetzt fertig, dass wir damit das Fleisch kassieren. Weil jetzt sind die 3 Stunden vorbei und wir geben das in die Alufolie. Gute 3 Stunden sind vorbei und da schaut euch das an. Ha? Ein Gedicht und ein Duft geht da raus. Herrlich kann ich da nur sagen. So, wir werden jetzt da das Gitter weggeben. Werden das Fleisch in die Schale geben. Dann werden wir unser Saftal da bisschen drüber gießen und mit Alufolie dann verschließen. So, da haben wir jetzt unser Saftal, da schaut's her. Das gehen wir dann ein bisschen drüber. Jawohl. Damit wir da beim Dämpfen ein paar Aromen noch kriegen. So, den Rest natürlich wird nicht weggeschmissen. Den werden wir nachher zum Fleisch oder zu Erdäpfeln, irgendwas, was es serviert, passt der Saft super dazu. So, Folie drauf. So, dann nehmen wir noch eine Seite. Ja, wir sind am Ziel angelangt. Wir haben über 90 Grad Kerntemperatur. Und jetzt schauen wir da mal rein, wie sich das da entwickelt hat. Und Leute, da schaut's her. Jawohl, da ist unser Prachtexemplar. Es ist wunderbar aufgegangen. Ein Duft kommt da raus. Einfach der Hammer. Gut, wir werden das jetzt noch ein bisschen ruhen lassen. Und dann werden wir es aufschneiden und verkosten. So, jetzt kommt der große Augenblick, gell? Machen wir mal da ein Schnitterl. Ich sag, das ist ja butterweich. So Leute, da schaut's her. Schön Smokerindel. Saftig! Gut, ich werde mir jetzt einmal das Probieren runterschneiden. Ein paar Scherbchen. Dann geben wir unser Soße drauf. Also das Messer fährt noch so durch, das ist ja Wahnsinn. Ist ein recht ein günstiges Fleisch von der Anschaffung, aber das kann auch was. So. Das nehmen wir sie da her
Und ging da unser Sachsen jetzt da drauf. He? Die Captain Morgan Cola Sauce, die ist nur rein reduziert und ein bisschen auch Marillenmarmelade, sprich Aprikosenmarmelade und sonst nichts. Gut ist, ich werde es dann mal probieren. Ne? Dann testen wir mal. Mega Pipi Pussy Fan. Schaut her. Dieser leichte Geschmack von den Captain Morgan und den Cola, leicht süßlich. Es ist ganz mild. Wer das schärfen will, natürlich Chili rein in die Marinade oder was, überhaupt kein Problem, aber sonst. Ein Traum. Sauce passt super dazu. Beilage, macht ihr was ihr wollt, was weiß ich. Rosmarinkartoffeln oder Pommes frites. Passen einige Sachen, brauche ich nicht extra sagen. Ich gehe jetzt in Ruhe essen und dann gibt es ein Fazit. Ja, kommen wir jetzt zum Fazit. Also ich kann nur eins sagen, war wirklich grandios, ich war begeistert. Einfache Marinade, ein Stück Fleisch, was nicht teuer ist. Rindernacken ist ja weit billiger als Steaks. Diesmal war es eigentlich ein ganz normales Fleisch vom Großmarkt. Nur, bei solchen Sachen lasse ich es immer so lange, wie lang das Ablaufdatum geht. Dann nehme ich das erst 2 Tage vorher raus und dann mache ich es erst. Also das ist 14 Tage mal in den Kühlschrank gelegen, damit es nachreifen kann. So wie ich es gekauft habe, in diesen Beutel drinnen, dann nur rausgegeben, immer in die Marinade gelegt, das habt ihr gesehen, und war Pipi Pussy Fan. Ne? Da der Smoke-Geschmack von den Captain Morgan war leichter, in uns war da, aber absolut kindertauglich, der hat den Alkohol vorgeschmeckt. Wer das nicht will, kann einen Rum nehmen, einen anderen normalen Rum oder einen Bourbon oder einen Scotch oder was, ein Scotch eher nicht, aber Bourbon geht auch. Bei Brisket habe ich auch so eine ähnliche Marinade gemacht. Ich bin begeistert von solchen Sachen. Weil es einfach gleichmäßig durchgezogen ist und man hat dann gleich einen super Ansatz für eine Soße oder eine Barbecue-Sauce, wo man noch Ketchup dazu gibt und andere Zutaten aufkochen lässt, hat man Barbecue-Sauce. In dem Fall habe ich den normalen Natursaft gelassen, ohne Mehl, nur 2 Löffel Marillenkonfitüre und das Ganze war fertig. Einreduziert, abseiden und das war es. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, Däumchen nach oben, ein netter Kommentar, Kanallogo klicken und ihr könnt es abonnieren und werdet glücklich, dann versäumt ihr keine Folge mehr von Hörbegrillt. Ah ja, eins muss ich noch sagen, morgen oder übermorgen kommt der zweite Teil. Habt ihr gesehen, das Steak, was wir runtergeschnitten haben, das machen wir so weit, 54 Grad und dann beim OFB. Mal schauen, ob wir das auch so zart hinkriegen, wie das heute war. Lasst euch überraschen, schaut wieder zu. Bis dann. Vielen Dank.